was anderes. Und zwar ist das das Girl Online. Und zwar ist es geschrieben von der Sari Sack und hier Suella. Ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand von euch die Suella. Und zwar ist es eine Bloggerin, die immer auf YouTube verschiedene Videos postet. Genau, die hat dieses Buch geschrieben und in dem geht es um die Penny. Die Penny ist ungefähr in eurem Alter und erlebt immer total peinliche Sachen, weil sie relativ tollpatschig ist. Um das zu verarbeiten, sagt die Vati halt, okay, dann schreib halt Tagebuch, dann kannst du da deine Gedanken loswerden. Und sie denkt sich immer, okay, Tagebuch schreiben ist überhaupt nicht ihrs und fängt ihm dann einen Blog im Internet an. Nennt sich da Girl Online und schreibt ihm da alles rein, was ihr gerade so passiert, was ihr durch den Kopf geht, aber natürlich anonym. Genau. Davon weiß eigentlich niemand Bescheid, ihre Eltern nicht, ihre ganzen Freunde nicht, bis auf einer, und zwar der Elliot. Der Elliot ist ihr bester Freund und ihr Nachbar, der wohnt direkt neben ihr. Und er ist der Einzige, dem sie sich quasi so ein bisschen anvertraut. Genau, nach einem besonders peinlichen Zwischenfall in der Schule, bei einer Schulaufführung, ist sie natürlich am Boden zerstört und schämt sich zu Tode. Und bekommt aber dann die Gelegenheit, nach New York zu reisen. Also sie wohnt eigentlich in Großbritannien. Und ihre Eltern sind Hochzeitsplaner und die können über Weihnachten eine Hochzeit in New York ausrichten. Und genau, sie bekommen alles bezahlt und deswegen dürfen sie und der Elliot mitfahren. Und sie freut sich schon, weil sie eben die Tage in New York verbringen kann und einfach so ein bisschen ja, den Schulalltag und diese peinlichen Zwischenfall, die ja da passiert ist. Also sie ist gestolpert, hat sich den Rock nach unten gerissen und steht dann in der Unterhose auf der Bühne. Und anstatt dass sie einfach wie jeder normale Mensch vielleicht wegläuft zur Seite und schaut, dass sie aus der Schusslinie gerät, steht sie mit dem nassen Hintern zum Publikum und geht so ganz langsam weg, also dass jeder nur wirklich vollen Ausblick auf ihre tolle Häschenunterwäsche hat, was ihr natürlich wahnsinnig peinlich ist. In New York ist das ganz anders, in New York fühlt sie sich wohl und ist total begeistert von dieser Stadt und lernt da dann auch einen Jungen kennen, den Noah. Und bei dem Noah ist auch nicht so wie mit den anderen Jungs, wo sie sich immer irgendwie blamiert hat, wo sie irgendwas Dämliches gesagt hat, sondern bei dem fühlt sie sich einfach wohl, selbst wenn ihr mal was Peinliches passiert, ist das nicht so schlimm, weil der Noah darüber hinweg sieht oder einfach lacht und einen Witz darüber macht und dann ist das wieder gut. Genau, der Elliot muss leider früher abreisen, weil seine Eltern jetzt doch wollen, er soll Weihnachten zu Hause verbringen. Und genau, das Girl Online postet in ihrem Blog, dass sie so verliebt ist und dass alles so toll ist. Das liest der Elliot und ist natürlich dann erstmal stinkkrachtig, was das soll, weil sie eher dem Blog vertraut als ihrem besten Freund. Also kommt da schon mal ein bisschen zu mir klar, die Freundschaft wird so ein bisschen auf die Probe gestellt und auch mit Noah stimmt dann irgendwas nicht. Also man merkt schon, der hat irgendein Geheimnis, irgendwas erzählt der Penny nicht. Ja, was das Geheimnis ist, was der Noah so verbirgt, dürft ihr selber nachlesen. Genau. Mir hat das Buch ganz gut gefallen, einfach weil es sehr lustig ist. Einerseits durch diese Tollpatschigkeit von der Penny, also die fällt ja ständig irgendwo hin oder die redet einfach irgendwelche Sachen, wo man sich denkt, okay, hätte ich jetzt so nicht gesagt. Und ist einfach witzig durch die Charaktere und eben durch diese Tollpatschigkeit. Genau, also falls ihr irgendwas zum Ausgleich vom Stress im Schulalter braucht, ist ein lockeres, leichtes Buch, das man zwischendurch mal lesen kann. Genau.